Guten Tag. Ich möchte Ihnen auch heute eine Episode aus meinem Buch Gottlose Type vorlesen. Sie ist überschrieben mit Beifall für den Antibrand. Ach, Wolf Biermann. Er wurde aus der DDR ausgebürgert 1976. Schlimm, feige und bürgerrechtswidrig. Damals war ich 13 Jahre alt. Ich kenne seine Geschichte vom Hörensagen. Begegnet bin ich Biermann am 7. November 2014. Wobei begegnet es nicht recht trifft. Er saß 7 Meter vor mir im Bundestag und beschimpfte mich als Drachenbrut. Auch mich. Das Plenum gedachte des Falls der Berliner Mauer vor 25 Jahren. Wolf Biermann war als Ehrengast geladen. Er sollte an das überwundene DDR-Unrecht erinnern. Singend. Er sang auch zur Klampfe. Doch zuvor sprach er. Ungefragt, verbittert, zornig. Er beschimpfte die Fraktion Die Linke als der elende Rest dessen, was zum Glück überwunden ist. Verwundertes Schweigen im Rund? Mitnichten. Der halbe Saal war begeistert. Eine Sternstunde des Bundestages fanden viele. Eine Mondfinsternis, meine ich. Meine Fraktionskollegin Susanna Karawanski, Jahrgang 1980, saß zur selben Zeit als Schriftführerin neben dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, der die Tagung leitete. Sie schilderte ihre persönliche Begegnung mit Biermann so. Herr Biermann ist mit seinem Beitrag fertig und bedankt sich beim Bundestagspräsidenten, schüttelt ihm die Hand, nachdem dieser ihm zum silbernen Hochzeitstag gratulierte. Und dann dreht sich Biermann nochmal um und sagt, sind Sie bei den Linken? Ich nicke. Am Gesicht kann man das erkennen, geiferte Biermann. Soweit auch diese Episode, die es nicht in die großen Medien schaffte. Biermann nehme ich das alles nicht übel. Ihm ward eine medienträchtige Auftrittschance geboten und er nutzte sie auf seine Weise. Er rang mit der Vergangenheit und fand seine Bühne. Ich halte es eher mit Willy Brandt. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, hatte der damalige SPD-Vorsitzende angesichts der nahenden deutschen Einheit 1989-90 gesagt. Wenig später fügte er im Bundestag mahnend hinzu. Nur mit Takt und Respekt vor dem Selbstwertgefühl der bisher von uns getrennten Landsleute wird es möglich sein, dass ohne entstellende Narben zusammenwächst, was zusammengehört. Biermann gab im Bundestag 2013 den Antibrand. Danach lief der Vorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, mit der Vorsitzenden der CDU, Angela Merkel, um die Wette, um Wolf Biermann genau dafür zu danken. Soweit meine Erinnerungen an diese Episode. Vielleicht reden wir bei unserer nächsten Begegnung darüber, was wir seitdem gemeinsam in Respekt dazugelernt haben.